ist Donnerstag, der 17. Dezember 2015. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Heute freue ich mich, Ina Kiawa in unserer Sendung begrüßen zu dürfen. Ina Kiawa hat dieses Jahr auf dem Querdenken-Kongress gesprochen. Sie engagiert sich für die Schaffung von Großmütterräten, gehört zum Europäischen Rat der Großmütter. Und ja, ich denke, viele Menschen, viele ältere Leute haben einen großen Schatz an Wissen gesammelt. Und gleichzeitig gibt es auch viele junge Leute, die dieses Wissens bedürfen. Und da kann man vielleicht von anderen Kulturen eine Menge lernen. Erstmal einen herzlichen guten Abend. Guten Abend, Volker. Hallo, Sarah. Einen schönen Abend. Ja, wer ist dieser Europäische Rat der Großmütter und wie ist er entstanden? Der Rat der Europäischen Großmütter ist auf Initiative von Swami Nityamuktananda entstanden. Das ist eine buddhistische Nonne deutschen Ursprungs, die in Italien vor mehr als einem Jahr mit einem Kreis von Frauen in Anlehnung an die indigenen Großmütter, an diese 13 indigenen Großmüttern, eben so einen Kreis für Europa initiieren wollte. Und jetzt im September ist er dann auch zustande gekommen. Dieser Frauenkreis hat sich auf spirituelle Weise führen lassen und hat so Frauen zusammengetragen, also eingeladen. Und wir sind jetzt im Augenblick gerade 26 Frauen aus 17 europäischen Nationen. Diese Gründungsveranstaltung in Meran in Italien wurde begleitet von einer der 13 indigenen Großmütter, der ältesten, der 91-jährigen Grandmother Agnes Baker Pilgrim aus Oregon. Sie hat uns eben sozusagen mit ihrer Weisheit und ihrer Kraft zur Seite gestanden und war für uns natürlich ein großes Erlebnis und eine große Ehre. Ich denke, in unserer Kultur gibt es heute viele Leute im Rentenalter, ja, die, wie soll ich sagen, sich wie aufs Altenteil geschoben fühlen. Dabei haben sie so viel an Wissen weiterzugeben. Es gibt viele junge Leute, die gleichen Fehler wieder machen, die ihre Großeltern gemacht haben. Und ich denke, da kann ein großes Potenzial sein für unsere Gesellschaft. Ja, das ist so. Und die Gesellschaft leidet auch darunter, dass dieses soziale Potenzial, also es ist ja letztlich ein sozial-spirituelles Potenzial der Großmütter und sicherlich auch Großväter, dass das nicht vorhanden ist und dass das überhaupt gar nicht genutzt und gewertschätzt wird. Zur Folge hat das, was wir sehen, Gewalt, Verrohung, Angst, vor allen Dingen Entwurzelung. Jeder von uns, der eine Großmutter hatte, die er liebte, weiß, was so eine Großmutter halt auch, ohne dass sie viel tut, einfach bringt. Also sie ist ja meist in den Familien diejenige, die den Zusammenhalt aufrechterhält und die verkommen ist es ja in unserer heutigen Zeit fast zu dieser Aufpassrolle, dass wenn man auf der Straße fragt, bist du eine Großmutter, ja, und welche Rolle hast du, dann sagen die Frauen oft, ja, ich passe regelmäßig auf mein Enkelkind auf, weil meine Tochter oder Schwiegertochter halt arbeiten muss. Das heißt, die wirtschaftlichen Zwänge haben die Großmutterrolle in so eine Aufpassrolle gebracht. Das ist natürlich nicht das, was wir ausschöpfen wollen und sollen. Das kann dann nebenbei noch dabei abfallen. Aber das große Potenzial ist halt das Verbindende, das Initiierende und vor allen Dingen auch das Kulturerhaltende, was die alten Weisen den nachfolgenden Generationen geben können. Also es geht gar nicht nur darum, dass wir die Lebenserfahrung, also das ist ein großer Teil dessen natürlich und das liegt brach, die Lebenserfahrung weiterzugeben. Und es gibt eben noch so sehr viel mehr Aufgaben, die im Laufe der Jahrhunderte alle verloren gegangen sind. Wenn wir uns das Gefüge angucken in der Gesellschaft, nicht die Frauen sollen alle jung bleiben, schön bleiben, also das ist irgendwie gar nicht mehr vorgesehen, dass die Älteren halt mit ihrer ganzen Kraft und ihrer ganzen Lebenserfahrung auftreten. Und das ist also natürlich in diesem Wirtschaftsgefüge, das wir haben, oder Gesellschaftsgefüge, ist das auch nicht erwünscht.
Das würde wahrscheinlich den Herrschenden ziemlich Angst machen, wenn jetzt alle Frauen mit Weisheit und alle Männer mit Weisheit auf die Straße gehen würden und sagen, hier stehen wir, hier sind wir. Das würde das Gefühl ganz schön ins Rütteln bringen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch einen großen Schub, auch einen Sinn gibt und dass es auch enorm, ja, den älteren Leuten eine Menge Kraft gibt und dass es die Gesundheit fördert, ja, wenn man ins Singen hat. Ja, es ist die ganz originäre Aufgabe der Menschen nach der Elternschaft. Also wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann ist das für uns ja irgendwie so ein wie so eine Lehre. Also gut, die Männer gehen halt noch bis zur Rente arbeiten. Die Frauen wissen kaum, was mit sich anzufangen, kommen noch die Wechseljahre hinzu, wo ja über Jahrzehnte halt auch gepriesen wurde, dass die Wechseljahre eine ganz schreckliche Zeit für die Frauen ist und die meisten Frauen wissen gar nicht, wohin sie wechseln. Das ist der einzige Wechsel von Mutterschaft zu weiser Alter, der auch noch so benannt wird. Aber im Grunde wissen die wenigsten Frauen, wohin sie wechseln. Also viele warten auf die neue Hüfte und dass der Mann endlich in die Rente geht und dann macht man noch eine Kreuzfahrt. Aber das ist alles aus meiner Sicht überhaupt nicht vorgesehen. Vorgesehen ist für mich, dass wir dann das, was wir an Lebenserfahrung haben, wieder zurück in die Gesellschaft geben. Was sind es denn für Kulturgüter? Entschuldigung. Was sind es für Kulturgüter, die es weiterzugeben gilt und wo es wichtig ist? Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich mir die indigenen Großmütter angucke, die zwar aus verschiedenen Stämmen kommen, die aber letztlich mehr oder weniger alle so indianische, urvölkerliche Kulturen haben, die sich ähneln, dann sind wir in Europa ganz anders dran. Also in Europa gibt es sehr viel verschiedene Kulturen und letztlich, also es gibt viele Frauen, die sich über Jahrzehnte jetzt schon damit beschäftigt haben und also man nennt das Matriarchatsforschung, das Wort finde ich ein bisschen unglücklich, aber letztlich heißt es so, die eben die Forschung betreiben, wo kommt das alles her, welche grundsätzlichen Kulturgüter und Kulturen als solches gibt es in Europa. Das sind sehr viel verschiedene. Und es ist sinnvoll, das alles wieder zusammenzuführen. Das ist sicherlich auch eine Aufgabe des Europäischen Rates der Großmütter, ja. Das heißt, der Europäische Rat der Großmütter sieht sich auch in einer indianischen Tradition, zumindest davon inspiriert, und auch in einer matriarchalen Tradition. Also eine indianische Tradition kann man nicht sagen, die haben wir ja nicht. Schon eine urmütterliche, würde ich sie nennen, urmütterliche Tradition, die haben wir in Europa ganz sicher. Und matriarchal ist ich muss zu dem Wort mal was sagen, weil unser Verstand auf matriarchal sozusagen den Umkehrschluss zum Patriarchat macht. Das ist einfach in unserem Sprachgebrauch so, weil das Wort Matriarchat aus einem patriarchalen Wortschatz stammt. So, das wäre besser, wir würden es matrilinear nennen. Das ist so etwas, dass die Erbfolge in dem Frauenbereich bleibt. Und es gibt eine Rhian Eisler, die sich lange damit beschäftigt hat. Die nennt das bülanisches System, also das, was wir eben langläufig als Matriarchat bezeichnen. Weil das ist eigentlich einfach nur ein Umkehrschluss. Das matrilineare System ist nicht so, dass die Frauen herrschen. Das Wort sagt es schon. Frauenherrschaft gibt es nicht, weil das ja das Wort Herr da beinhaltet. Es geht darum, dass sozusagen das soziale Gefüge von den Frauen bestimmt wird. Und es gibt immer noch, ich glaube in Indien und in China und in afrikanischen Staaten gibt es immer noch Stämme und Völker, die matrilinear leben. Und auch sogar unsere Mainstream-Medien haben davon berichtet. Den Männern geht's allen gut da. Also es ist nicht so, dass das nur ein Umkehrschluss ist und dass dann die Frauen das Sagen haben und die Männer unterdrückt werden. Also insofern ist das Wort Matriarchat immer ein bisschen unglücklich gewählt. Ist das so, könnte man sagen, das ist die Herrschaft des weiblichen Prinzips? Nein, ja, auch nicht die Herrschaft. Das Wort Herrschaft alleine passt nicht ins weibliche Prinzip. Also ne, das weibliche, also ja, wenn wir dazu was sagen wollen zum weiblichen Prinzip, auch das ist keine Geschlechterfrage. Ne? Also es geht nicht um Männer und Frauen bei weiblichen und männlichen Prinzip, sondern es geht darum, dass wir angelegt sind als Menschen, indem wir beides in uns tragen. Also die Frauen haben männliches Prinzip und weibliches Prinzip und die Männer haben weibliches Prinzip und männliches Prinzip.
Und ich mache das gerne mit so einer absurden mathematischen Rechnung, indem ich sage, wir haben 100% männliches Prinzip und 100% weibliches Prinzip zur Verfügung. Wir nutzen es aber nicht. Also das weibliche Prinzip wird auch in den Frauen in unserer Gesellschaft nicht wirklich so genutzt, wie das könnten und sollten vor allen Dingen. Also nicht das Wort Herrschaft des weiblichen Prinzips ist sozusagen so ein Ad absurdum. Das passt nicht, ne? Weil das weibliche Prinzip ist eher eine Verbundenheit mit allem, was ist. Es ist kollektiv denkend, es ist nährend und eher im Team gesehen, also im Kreis gesehen. Und das, da gibt es keine Herrschaft. Also in Frauenkreisen oder in Kreisen, die mit weiblichem Prinzip geführt werden, gibt es keine Führung. Da gibt es nur eine partielle Führung, dass in einer Situation eine oder einer einfach die Führung übernimmt und wieder abgibt und in einer anderen Situation übernimmt das jemand anders. Und deswegen kann es im weiblichen Prinzip keine Herrschaft geben. Also das Wort alleine, wenn man sich das anguckt, Herr, ne? Herrschaft, ja. Das geht auch so schon. Das kenne ich aus Ökodörfern, auch Kommunikationsformen in der Richtung, wie das Forum, dass man dass jeder zu Wort kommen kann. Ja. Und dass man sich auch bewusst im Kreis aufstellt und einander zuhört. Ja. So, und also mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass das männliche Prinzip nicht das Schlechte ist und das weibliche Prinzip nicht das Gute, sondern dass wir wir sollten 200% leben und zwar immer situativ. Also da gibt es dieses ganz banale Beispiel, wenn ich als Mutter mein Kind verteidigen will, weil da irgendwelche Gefahr droht, dann nutze ich das in mir wohnende männliche Prinzip und schlag zu, wenn es sein muss. Also das ist kein, also das ist ganz leicht, dass die Diskussion in eine Frau-Mann-Diskussion schwenkt. Und darum geht es gar nicht, weil das sind einfach die Eigenschaften, die in uns sind, die wir zur Verfügung haben. Und da wurde eben über wirklich jetzt Jahrtausende, wurden die ganzen weiblichen Eigenschaften in uns allen sehr reduziert. Also vielerlei Schritte. Gibt es da einige größere Schritte, woran man das festmachen kann, was vielleicht auch wichtig ist für die Heilung? Naja, das sind Vermutungen. Ich habe so mal, also wenn wir ein paar tausend Jahre zurückgehen, dann kann ich nur vermuten, weil ich war ja nicht dabei. Also insofern können wir uns im Grunde, wenn wir das bewerten wollen, nur angucken, was wir jetzt sehen. Und in unserer Gesellschaftsform sehen wir, dass die Menschen hauptsächlich bestimmt werden durch unser sogenanntes Reptiliengehirn. Und das ist mit Fluchtreflex, mit Angst, mit Gewalt, mit Angriff versehen. Und das ist eigentlich sozusagen die Form, die wir in unserer Gesellschaft finden. Unser eigentlich menschliches Gehirn, also der Gehirnanteil, der uns zu Menschen macht, ist der Frontallappen, wo die Empathie, wo das Mitgefühl und halt das Nähren und Versorgen sitzt. Ja, also, und ich habe die Vermutung, dass es irgendwann mal auch von mir aus genmanipuliert wurde, sodass der Mensch wieder mehr mit seinem Reptiliengehirn beschäftigt war. Und das kommt natürlich diesem männlichen Prinzip in uns allen entgegen. Also wenn wir jemanden angreifen wollen oder uns verteidigen wollen, also dann ist dieses Reptiliengehirn gefragt. So, und das ist für mich sozusagen so der erste Ansatz gewesen, um von mir aus, nennen wir es so, das Patriarchat einzuführen. Und dann gibt es die ganzen Religionen, die eingeführt worden sind, wo sozusagen jegliche weiblichen Anteile in dieser Form jetzt auch Frauen und Evangelien und ich weiß nicht was alles rausgestrichen wurden und manipuliert wurden. Das ist ein zweiter Schritt. Und dann haben wir den letzten Schritt, hatten wir im Mittelalter. Wo halt sämtliches weibliches Wissen versucht wurde, auszulöschen. Durch die Hexenverfolgung und Hexenverbrennung. Das sind alles aus meiner Sicht patriarchatserhaltende Maßnahmen gewesen. Und jetzt kommen wir in eine neue Zeit. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir dieses weibliche Prinzip in uns allen wieder entwickeln. Auch in den Frauen. Es ist nicht so, dass die Frauen alle jetzt automatisch mehr weibliches Prinzip in sich tragen. Ich denke auch, dir mehr Aufmerksamkeit geben und das Vorleben. Ja.
Ja, und auch wieder entdecken. Das hat auch was mit Entdecken zu tun, weil, also wenn wir uns angucken, welche Eigenschaften in der Gesellschaft gefragt sind, na, Konkurrenzdenken ist ja eins der wichtigsten Sachen. Da werden schon die Kinder in den ersten Klassen der Schule mit ihren Noten und ihren Vergleichen und so, da wird alles auf Konkurrenz getrimmt. Da müssen wir aufhören mit. Das heißt also, alles, was trennende Gedanken hat, da sind wir gefragt, wieder neue Gedanken zu denken, neue Gefühle zu entwickeln, die verbinden. Und das ist, wenn man so will, ist das weibliches Prinzip. Und das ist eine echte Übungsaufgabe für uns alle. Ich glaube aber, wenn wir das nicht tun, dann stehen wir dem Ende ziemlich nah. Also das ist nicht irgendwie was Nettes, was wir mal tun könnten, sondern ich glaube, dass das eine existenzielle Frage ist. Wenn wir das weibliche Prinzip nicht wieder in uns allen zurückholen, werden wir auf diesem Planeten scheitern. Das hört sich für mich danach an, dass das weibliche Prinzip auch zu den Leuten gebracht werden muss, die heute noch in Richtung Krieg schauen. Und in Richtung Umweltzerstörung. Ja. Aber ich meine, das ist ein bisschen schwierig mit dem Hinbringen. Nicht? Also wir können alle, die wir irgendwie mit einer Seelenaufgabe unterwegs sind, können ja immer nur das Angebot in die Mitte stellen und jeder, der bereit ist dazu, nimmt sich was raus. Weil die auf Krieg schauen, die kann man nicht überreden, woanders hinzugucken. Ja, die müssen dann selber so etwas entwickeln wie, ich möchte gern woanders hingucken. Und dann ist es wichtig, dass sie eine Möglichkeit haben, eben anders zu schauen. Dass jemand da ist, so wie sie mit ihrem Blog oder andere Menschen mit ihren Unternehmungen und Projekten, dass es eine Möglichkeit gibt zu sagen, ah, da gibt es noch was anderes. Und das könnte mir auch gut gefallen. Mhm. Also im weiblichen Prinzip liegt eben auch kein Kampf und kein Überreden und kein, du musst was anderes machen und das ist nicht richtig, was du machst. Das macht es auch nicht leichter. Ja. Was bedeutet denn allumfassendes spirituelles Wissen? Ja. Habe ich also, auf der Webseite inakiyawa.net gelesen. Ja, das ist aus dem Auszug, den die Swami Nityamuktananda gemacht hat. Wir haben als Rat der europäischen Großmütter noch keine eigene Vision formuliert. Wir werden sicherlich in die Anlehnung der indigenen Großmütter gehen, weil man das Rad ja nicht jedes Mal neu erfinden muss. Und trotzdem hat Europa halt noch andere Dinge zu tun. Aber allumfassendes spirituelles Wissen ist klar, nicht? Das ist allumfassend, so wie es heißt. Das müssen wir zusammentragen. Und ob das dann jemals allumfassend wieder ist, also das Wort ist halt kritisch zu sehen, ne? Aber so viel wie möglich zusammenzutragen wieder aus all den spirituellen Richtungen, die Europa hatte und hat. Wobei es nicht darum, also jetzt, was für mich jetzt nicht darum geht, so zurückzugehen in die alten Kulturen, sondern das aus den alten Kulturen zu nehmen, um in eine neue Zukunft zu gehen. Also okay. Es gibt da einen Satz von der Swami Nityamuktananda, dass also der Wendepunkt ist quasi jetzt nicht zurückzugehen, sondern mit dem Besten aus der Vergangenheit in die Zukunft, in eine neue Zukunft zu gehen. So, also inwieweit das allumfassend wieder werden kann, ob da was verloren gegangen ist, das muss man dann einfach sehen. Steht das allumfassend eben auch für das Gemeinsame, für die Überwindung des Gefühls der Trennung? Ja, also ja, das steht oben ganz oben drüber. Ne? Jegliche trennenden Gedanken müssen wir auflösen. Wir müssen hinkommen dazu, dass wir auch in unserer alltäglichen Sprache, in unserem alltäglichen Sein wieder zur Verbindung kommen. Ne? Und möglichst all das, was wir als trennenden Gedanken haben, lassen. Es gibt ja diesen Film Awake, das sagt Ihnen vielleicht was, und darin sagt der von der Shamili Adakta, für diese trennenden Gedanken, er sagt, eigentlich alles, was wir bewerten, ist auch Trennung. Und da geht es nicht darum, ist es positiv oder negativ, wenn ich sage, boah, siehst du toll aus oder was bist du heute nervig, das ist egal, das trennt. Und er hat was ganz Schönes gemacht, er sagt, es gibt drei Worte, wenn wir die an einen Satz dranhängen, dann heben wir die Trennung auf. Und da er Englisch spricht, sagt er, wenn wir hinter diesem Satz sagen, also
du siehst toll aus, genau wie ich. Also immer just like me, sagt er. Dann ist jegliche Trennung offen. Du bist heute total nervig, genau wie ich. So, das ist eine Möglichkeit, um wirklich wieder in dieses Gefühl von Verbindung zu kommen. Finde ich ein ganz schönes Beispiel. Ja, und dann nimmt man sich selber auch nicht zu ernst. Ja, das kommt noch dazu, ja. In der Resolution der europäischen Großmütter steht auch, dass in Europa bisher eine negative Wirkung hat und dass es ein Erwachen für Europa oder in Europa benötigt. Worum geht es dabei? Wo ist der negative Ausgangspunkt in Europa? Was sind das für Merkmale und wo sollte es stattdessen hingehen? Ja, also da müssen wir eben auch weit zurückgehen. Nicht? Europa hat sich ja im Zuge dieser Christianisierung wirklich kein Ruhmesblatt geschrieben. Die damit verbundene Verfolgung der Frauen im Mittelalter, das habe ich gerade schon erwähnt, das ist ja vorzugsweise von Europa ausgegangen. Und ja nicht nur innerhalb Europas, sondern eben Südamerika und diese Vernichtung der unglaublichen Bibliotheken, die dort vorhanden waren. Also das ist sozusagen europäische Ausgangsposition gewesen. Mhm. Und als Erwachen würde ich sagen, dass wir eben insbesondere die Rückkehr zum weiblichen Prinzip bewegen müssen. Ne? Also es ist so, dass wenn ich jetzt nochmal diese 13 indigenen Großmütter nehme, die ja durch die Bank der Schamanin, die als Großmütter dort auftreten und schon von Haus aus eine Wertschätzung und eine Akzeptanz hatten. Also da ist das mit dem weiblichen Prinzip anders. Ich will nicht sagen, aber die haben eben durch das Benennen, wir sind die Großmütter und der Rat, hatten die schon per se erstmal eine große Akzeptanz. Und das ist etwas, was wir in Europa wirklich erst initiieren müssen. Also da sehe ich einen ganz großen Unterschied. Beantwortet das Ihre Frage? Ich denke, dass es auch ein starkes Symbol setzt, wenn Heilung initiiert wird und Wiedergewinnung von Wissen ausgerechnet da einem Ort in der Welt, wo aus so viel Zerstörung ausgegangen ist. Ja, es gibt viel zu heilen hier. Wobei eben, also das mit der Heilung ist auch nochmal so ein Punkt. Ja, es gibt zu heilen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass das nicht mehr so ein Kraftakt ist, sondern dass wir Heilung eben durch Vergeben und durch Verzeihen relativ schnell erreichen können. Wenn wir sozusagen uns selber in Frieden versetzen, also jeder Einzelne in sich, dann gibt es schon eine große Heilung in uns. Und damit nähren wir ja das Quantenfeld. Insofern, ich erlebe das manchmal in der spirituellen Szene, dass da so alles sich um Heilung dreht und dass das was ganz Schwieriges und so ist. Das erlebe ich für mich selber nicht so. Also ich habe jetzt über 30 Jahre lang Menschen begleitet und kenne das aus alten Zeiten, dass das so ein Akt war. Und ich spüre einfach, dass in diesen neuen Energien, dieser neuen Zeit, wir viel besser mit unserer Absichtserklärung im Quantenfeld was erreichen können, indem wir sagen, es ist geheilt, so wie ja auch die Quantenheilung letztlich arbeitet und funktioniert, dass wir nicht sagen, ich muss da was heilen, sondern dass wir einfach qua Absichtserklärung sagen, es ist geheilt. Und dann ist es auch so. Ist das verständlich, was ich damit meine? Das Quantenfeld, ich versuche es mir auch irgendwie naturwissenschaftlich vorzustellen, oder von einem menschlichen Verstand her bedeutet das Quantenfeld jetzt, hat das was mit dem elektromagnetischen Feld der Menschen zu tun oder hat es was? Das sind zwei verschiedene Dinge. Also das, was wir als Quantenfeld bezeichnen, ist, oder andere sagen Akasha-Chronik dazu oder die Schöpfung oder ist eigentlich egal. Das ist sozusagen das gesamte Potenzial von allem, was ist und was sein kann. Und da ja alles Schwingung ist, ich glaube, daran sind wir uns einig, sind wir quasi das Quantenfeld, also
unsere dreidimensionale Sprache gibt da leider nicht so viel her. Wir sagen, da geht was ins Quantenfeld und kommt wieder raus. Das ist eben nicht so, weil das Quantenfeld ist. So, und in diesem Ist bewegen wir uns. Und je nachdem, wie wir uns bewegen, das heißt also, wenn ich jetzt davon rede, es muss ganz viel Heilung geschehen, manifestiere ich eigentlich im Feld das Nicht-Heile. Wenn ich unterwegs bin und sage, es ist geheilt, manifestiere ich die Heilung. Ja. Also das, da muss man sich, glaube ich, mit beschäftigt haben. Ich weiß auch nicht, ob die Hörer das jetzt so nachvollziehen können. Ich will auch niemanden verwirren. Doch, ich verstehe schon das, was man beschreibt als die Gegenwart. Was geschieht gerade jetzt? Da. Ja, und naja, vor allen Dingen als vollendete Gegenwart. Es ist schon geschehen. Das ist das, was, also die Quantenphysiker sagen ja, wir haben ja Welle und Teilchen und erstmal das Potenzial ist Welle. Und wenn in der gleichen Frequenz die Wellen kollabieren, nennen die das, dann erwächst daraus das Teilchen. Also wenn ich mir vornehme, oder ich frage mich, welche Schwingung will ich im Quantenfeld sein, dann kann ich mit freiem Willen sagen, ich möchte Liebe sein oder ich bin jetzt gerade Angst. Und ich werde immer mit dem kollidieren, was ich als Schwingung bin. Und deswegen ist es eben aus meiner Sicht besser zu sagen, die Heilung ist geschehen, als zu sagen, wir müssen noch ganz viel heilen. Ja. Ja, dann nimmt man das wahr, wo die Heilung schon geschieht oder wo sie geschehen ist und kann das verstärken. Genau. Man sagt ja auch, da wo man die Aufmerksamkeit hingibt, davon bekommt man mehr. Exakt. Ja, weil wenn wir unseren Fokus legen, dann erzeugen wir durch die Gedanken Gefühle und diese Gefühle sind Schwingung und die gehen dann auf derselben Frequenz mit anderen, also mit gleichen Schwingungen, gleicher Frequenz in Kollision. Und das kriegen wir dann, ne? Das kommt dann zu uns. Ja, das ist eine Anziehungskraft. Ja. Geht es so den europäischen Großmüttern bei dem, was sie in der Welt erreichen wollen, eher um Themen des Friedens, des Umweltschutzes oder auch der Heilkunst, ist ja auch viel an Naturheilverfahren verloren gegangen. Ich würde das oder durch ein Und ersetzen, weil die Aspekte kann man irgendwie gar nicht voneinander trennen. Und alle drei Aspekte, sowohl Frieden im Sinne von friedvoll und Umweltschutz im Sinne von nähren und schützen und heilen, das sind alles Aspekte aus dem weiblichen Prinzip. Also es geht um alles drei. wenn ich jetzt gerade bei weiblichen Prinzipien, also es ist ein urweibliches Bedürfnis, Frieden zu haben. Und wenn ich jetzt unsere Gesellschaft angucke, noch pervertierter geht es nicht, als dass wir sozusagen jetzt eine Kriegsministerin haben. Also das zeigt irgendwie, wo wir stehen. Nicht, dass eine Frau sich dafür zur Verfügung stellt, zeigt, wie sehr sie männliches Prinzip leben muss. Das könnte sie es gar nicht machen. Also ja, es geht um Frieden, weil das ein urweibliches Bedürfnis ist. Und Thema Umweltschutz, da würde ich auch gerne nochmal das Wort ganz genau angucken. Also das ist so ein bisschen ein Hobby von mir, die Worte immer nochmal anzugucken und zu schauen, weil das ja auch Schwingung ist. Was sagen wir eigentlich damit? Und wenn wir von Umweltschutz reden, dann impliziert das, wir würden die Umwelt schützen. Aber letztlich stimmt das ja nicht. Wir schützen ja nicht die Elemente, also was weiß ich, Wasser, Luft und Erde, sondern wir schützen ja unseren Lebensraum. Wenn ich sage, ich schütze da hinten was, dann ist das weit weg. Wenn ich aber sage, ich schütze es, weil es mein Lebensraum ist, kommt es viel dichter an mich ran. Und deswegen glaube ich, dass dieses Wort Umweltschutz uns ablenkt. Also ich halte es für irreführend, dieses Wort. Weil es irgendwie das Ganze abstrakt macht und nicht mehr auf uns bezieht. Also so Wasser, reines Wasser, reine Luft, da
hat man ja nicht das Gefühl, dass wenn die Menschen davon sprechen, dass sie von sich selbst sprechen. Ja. Deswegen, ich weiß jetzt auch kein besseres Wort, aber da nochmal, dass jeder für sich einfach da nochmal hinguckt. Schütze ich die Umwelt oder schütze ich eigentlich mich? Meinen Lebensraum. Das ist vielleicht so zum Nachdenken nochmal ganz gut. Ja. Denn letztlich müssen wir das Wasser nicht schützen. Wenn wir nicht mehr da sind, Mutter Erde wird das schon regeln, wenn die Menschen mal vom Planeten verschwunden sind. Die reinigt das schon wieder. Aber wir können mit der verschmutzten Umwelt eben nicht leben. Das ist unsere Lebensgrundlage. Also ja, geht um alle drei Aspekte auf jeden Fall. Inwieweit setzen sich denn die europäischen Großmütter bisher neben der Sammlung und Weitergabe von Wissen auf dieser Grundlage auch praktisch für das Leben auf der Erde an? Also wir müssen zu den europäischen Großmüttern nochmal Folgendes sagen. Wir haben uns gerade Ende September das erste Mal getroffen, auf Einladung von Swami Nitya Muktananda. Und wir haben uns jetzt auf Anraten der ältesten indigenen Großmütter, Grandmother Agnes, die uns sagte, nehmt euch ein Jahr, um euch wirklich zu formieren und all das, was ihr wollt, auch zu formulieren und niederzuschreiben. Also es ist bis zum nächsten September haben wir jetzt noch Zeit, bevor wir überhaupt rausgehen. Und danach werden wir uns sicherlich damit beschäftigen, Projekte zu unterstützen. Und das macht aber jede dann wahrscheinlich in ihrem Land. Und wir werden immer wieder, wir sind ja im ständigen Kontakt miteinander und uns da austauschen und absprechen. Aber es gibt noch keine konkreten Sachen. Das ist noch viel zu früh. Ich kann mir vorstellen, dass eine ganze Menge Entscheidungsträger es ganz gut wäre, wenn die wüssten, ihnen schaut eine weiße Großmutter über die Schulter. Ja, ob das machbar ist, das da bin ich mir nicht so sicher. Was wir auf jeden Fall machen wollen, ist also neue Kreise zu initiieren. Also dieser Rat der europäischen Großmütter, wir sind jetzt 26 Frauen aus 17 Nationen. Wenn wir 47 Länder hat die EU. Also wenn wir noch 30 Frauen, so dass wir quasi aus jedem Land noch eine dazu hätten, dann sind wir ein Kreis von fast 50 Frauen, die zu koordinieren, ist eine ziemlich große Leistung. Und wir haben das gehört von den 13 indigenen Großmüttern. Also Grandmother Agnes hat davon erzählt und die hat gesagt, die 13 waren schon ausreichend arbeitsintensiv zu koordinieren. Insofern, was wir brauchen, sind dann Kreise in Kreisen. Und das ist ja letztlich auch mein Ansatz, dass ich sage, ich möchte gerne Großmütterkreise initiieren. Und dann denke ich, dass es da auf verschiedenen Ebenen so sein wird, dass sich Kreise bilden und diese Kreise wieder andere Frauen aufnehmen, die denen dann über die Schulter gucken kann. Also ob das mit uns europäischen Großmüttern so gehen wird, das wird sich erst noch zeigen. Weil, also ne, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Einwohner Europa hat. Aber ich stelle mir schon vor, dass wir eine breite Bewegung für ein Bewusstsein wie der Großmutter oder Großvater zu sein in Gang setzen. Und dann wird es eben ganz viele Kreise geben. Also Kreise in Kreise in Kreisen. So stelle ich mir das vor. Und also die Frage so, was machen die Großmütter jetzt? Also sie formieren sich gerade. Und dann werden wir ganz sicher in die Welt gehen und werden sagen, was von uns zu erwarten ist und was nicht und welche Projekte wir machen und auch sicher anbieten, andere Projekte zu unterstützen, ganz klar. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland hier auch schon seit 2010 den Rat der deutschen Großmütter. Die haben sich auch formiert vor 5 Jahren auf Schloss Hambach. Und viele solcher Kreise zu initiieren, so dass das wie eine Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft wird, das ist mein Ziel. Denn Ältestenräte zu installieren, so wie ich es mir vorstelle als Vision, dass jedes Dorf wieder so einen Ältestenrat hat, das bedarf erstmal einer unglaublich breiten Bewegung und ein Interesse wecken überhaupt an dieser Rolle der spirituellen Großmutter. Das kann vielleicht noch ein Dutzend Jahre dauern, bis da wirklich dann
Ältestenräte für Dörfer und Stadtteile und sowas bei herauskommt. Weil im Augenblick ist das, das, was ich erlebe in Gesprächen, so neu, weil halt die Dörfer schon, da gibt es halt die politischen Parteien, die da ihre Ortsräte haben, da gibt es die Kirchenältesten, dann gibt es, was weiß ich, hier auf dem Land die Landfrauen und sowas alles. Und jetzt noch was da zu installieren, was sich daneben stellt, da befürchte ich, dass es dann schon fast wieder um Konkurrenzdenken geht. Und das ist ja nicht das, was ich will. Also aus meiner Sicht brauchen wir erst eine ganz große, breite Bewegung und ein Bewusstsein dafür, was diese Rolle überhaupt beinhaltet. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Also da kann man gar nicht sagen, das und das sind die Aufgaben, sondern das wird dann eben auch von Region oder Ort oder Land zu Land sehr unterschiedlich sein. Und das richtet sich nach den Bedürfnissen. Ich stelle mir das, einmal spannend vor, klar, für die Politik und auf die Weisheit zurückgreifen zu können. Aber auch für die Familien stelle ich mir das spannend vor. Ich glaube, dass vielen gar nicht bewusst ist, wie viel spannendes Wissen die Großeltern bereithalten. Ja, das ist ja aus der Mode gekommen, ja. Also da bin ich sicher, dass vielen das Potenzial nicht bewusst ist. So, aber auf die Politik zu kommen, ich glaube nicht, dass die Politik das will. Und das ist auch nicht mein Bestreben. Also ich mache das sozusagen auf keinen Fall, um die Politik zu unterstützen. Weil das System und mit dem politischen Hintergrund, den wir jetzt erleben, da will ich ganz raus. Ich habe ja versucht, in meinem Roman da die Rückkehr des weiblichen Prinzips, das schon so darzulegen, dass es eben nicht darum geht, weibliches Prinzip in das alte System zu tragen. Ich möchte jetzt nicht die ganze Weisheit dafür benutzen, das, was jetzt herrscht, zu unterstützen. Ich hätte gerne eine Parallelgesellschaft, wenn das eine zusammenbricht, dass das andere da ist. Ja. Das ganze Zerstörerische, das dann, also eine Alternative daneben stellen. Ja, also das andere, ich habe so ein Bild gehabt, also jetzt rast der Zug ja sozusagen mit so ein paar Lokführer, die alle nichts zu sagen haben, auf die Wand zu. Und da jetzt das weibliche Prinzip reinzugeben, hieße dann Kissen davor zu halten. Ne? Da ist der Aufprall vielleicht nicht so schlimm, aber darum geht es nicht. Ich wünsche mir einen sehr baldigen Aufprall und wünsche mir, dass dann sozusagen, wenn wir uns geschüttelt haben und die Wunden geleckt haben, wir einfach ein völlig neues System mit diesem weiblichen Prinzip aufbauen oder dann schon haben. Und das ist, also Ältestenräte zu installieren, wäre da schon ein großer Vorteil, weil dann in jeder kleineren Einheit von, weiß nicht, Sippe, Ort, Dorf, dann schon die Basis eigentlich gelegt ist und mit der Weisheit der anderen dann schon von mir aus die Neugestaltung dieser neuen Gesellschaftsform funktionieren und auch, also das halte ich für praktikabel. Mich erinnert das zum Teil an sich selbst versorgende Ökodörfer, wo auch viel vom weiblichen Prinzip die Rede ist, die nur zum Teil eben oder vielleicht die meisten von ihnen noch keine Großmutterräte eingerichtet haben, aber die schon viel von dem weiblichen Prinzip umsetzen. Ja, ja. Also da wird es sehr gelebt. Ich habe jetzt gerade Kontakt mit einem Projekt. Ich glaube, das war auch von Michael. Da hat Michael auch ein Interview drüber gemacht, Michael Vogt. Das ist so ein Mehrgenerationendorf, ein ganzes Dorf. Und da in dem Konzept sind auch Ältestenräte vorgesehen. Also das ist jetzt nicht so ganz neu, aber es ist eben halt noch nicht als Gedankengut für die Masse gedacht. Und daran arbeite ich. Ich frage mich, ob man es nicht auch in die politischen Entscheidungsstrukturen für ein besseres, ein friedlicheres System auch mit einbauen sollte, dass zumindest die Ältesten gehört werden müssen bei wichtigen Entscheidungen. Ja, das gibt es ja. Aber also zwischen gehört werden und dann, dass das, was gehört wurde, umgesetzt, und da liegt halt ganz viel. Wenn ich hinter die Strukturen unserer Politik gucke, dann ist das ja alles nicht gewollt. Dann sind solche Geschichten wie auch diese ganzen Eingaben und Petitionen, das ist wie so eine Alibi-Veranstaltung. Das wenigste davon hat ja wirklich eine Wirkung. Insofern möchte ich mich da überhaupt nicht einreihen. Ich glaube einfach, dass die
Zielsetzung der Politik nicht darauf aus ist, dem Bürger irgendwas Gutes zu tun. Da laufen ganz andere Ziele. Und das ist, also aus, ich habe 10 Jahre Kommunalpolitik gemacht. Das ist schon lange her. Das ist schon 20 Jahre her. Und ich weiß, wie es da läuft. Und vielleicht läuft es jetzt ein bisschen anders, aber so viel wird sich da nicht getan haben. Das ist verschwendete Kraft. Also alle, die sich jetzt noch auf der politischen Ebene mit dem herrschenden System einlassen, halte ich für ja verschwendete Lebensenergie. Wir sollten das trocken laufen lassen. Ja, und unsere Aufmerksamkeit und möglichst viele, viele Menschen lieber anziehen zu einer besseren Alternative. Genau, Alternativen, ne? So, die Alternativen, es gibt ja ganz viele. Hochhalten, zeigen, immer wieder darauf hinweisen und das alte System einfach wirklich leerlaufen lassen. Wie schaffen wir es? Wie schaffen wir es denn, dass die Weisheit der Großmütter und Großväter dann auch in Entscheidungen mündet, die dann, wo sich die Menschen auch dran halten? Ja, in diesem jetzt herrschenden System schaffen wir das nicht, ganz klar. Weil das ist nicht gewollt. Und da gibt es, ich weiß nicht, ob Sie den Andreas Popp und den Plan B kennen. Der sagt ja auch, also wir sind da bereit für, aber wir können das jetzt in dieses System nicht einbauen. Wir müssen warten, ne, bis das zum Tragen kommt und wir sozusagen dieses Gesamtsystem etablieren können. Also in diese jetzige Politik hinein gebe ich persönlich nichts mehr. Und ich stelle mir vor, wenn wirklich niemand mehr zur Wahl gehen würde, oder von mir aus nur 110%, und das sollen sie doch dann von mir aus auch die Parteien wählen, die keine haben will. Das macht ja alles keinen Unterschied mehr. Aber dann ist wirklich keine Legitimation mehr da. Solange immer noch so viele, immer aus meiner Sicht immer noch viele hingehen, sind die, die da, weiß ich, 627 Leute in unserem Parlament, noch legitimiert. Wenn sie aber keiner mehr will, sind sie nicht mehr legitimiert. Das wäre auch eine Möglichkeit, um zu sagen, wir schaffen eine neue Voraussetzung und dann gucken wir mal, was passiert. Also was ich glaube, ist, dass auch Mut fehlt. Wir sind alle so, erstens sind wir satt und etabliert, hier jedenfalls in unserem Land, und dann fehlt uns der Mut, wirklich mal irgendwas zu tun, was, weiß nicht, was, wo wir auch nicht wissen, wie es ausgeht. Vorhin haben Sie gesagt, dann nehmen wir uns nicht mehr so wichtig. Und das wäre eine gute Sache, ne? Wenn ich für was einstehe, was ich für richtig halte, und auch nicht weiß, wie es ausgeht. Ist doch egal, wenn ich mal drauf gehe, so, ne? Wie wichtig ist meine Überzeugung, für etwas einzustehen im Verhältnis zu meinem Dasein jetzt hier? Also, ich glaube, wir brauchen mehr Mut. Ich glaube auch etwas sehr Praktisches, was die Großmütter- und Großväterräte in unserer Gesellschaft bringen können, ist auch den Blickwinkel zu erweitern. Und allein dadurch können auch schon bessere Entscheidungen zustande kommen. Ja. Und es bedarf eben, also das ist wirklich groß, und diese Ältestenräte, das braucht einfach noch Zeit. Ich sehe das nicht in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren, sondern was ich in dieser Zeit sehe, ist wirklich die Menschen zu aktivieren und zu interessieren und sagen, ah ja, genau, es gibt noch eine andere Rolle als auf mein Enkelkind aufpassen. So, was kann ich denn da tun? Und also wirkliches Interesse. Das ist jetzt erstmal für die nächsten Jahre mein Ziel, dass da eine ganz breite, deswegen bin ich auch so dankbar, dass Sie mich eingeladen haben zum Gespräch oder dass ich auch bei Michael sprechen konnte, weil das braucht jetzt Öffentlichkeit, damit die Frauen und Männer einfach da hinkommen und sagen, das stimmt doch, Mensch, jetzt lass uns doch mal was tun. Weil geredet haben wir jetzt alle lange genug, wir müssen jetzt was tun. Sonst ist die Zukunft unserer Enkelkinder nicht mehr lebenswert. Wo können sich denn Interessentinnen oder Interessenten hinwenden oder bewerben, wenn sie Großmütter, Großväterräte bilden wollen und wissen wollen, wie es geht? Ja, also was ich jetzt die nächsten Jahre machen werde, das geht auf verschiedenen Ebenen. Also einmal kann man mich einladen, wenn schon eine Gruppe besteht und die sagen, wir sind, ich weiß nicht, 6, 7, 8, 9, 10 oder von mir ist auch schon 13, weil das gerade so eine schöne Zahl ist, und wir wollen sowas installieren, dann kann ich mit Sicherheit, kann ich solche Kreise initiieren, also dabei helfen. Das ist eine Möglichkeit. Ein bisschen drunter angelegt, biete ich sogenannte Erlebniszeiten an.
Also dazu kann man mich einladen. Das kann von einem Abend bis einen ganzen Tag Workshop sein, dass wir einfach mal uns diesem Thema wieder nähern. So, also das ist dann für Menschen, die sich erstmal nur interessieren, die noch nicht so weit sind, dass sie sagen, wir machen schon einen Ältestenrat. Weil das ist, da braucht es dann schon eine ganze Menge zu. Und dann gibt es auf jeden Fall diese Serie, die ich anbiete, jetzt auch schon seit 3 Jahren, das ist eine Art Weiterbildung oder Ausbildung für Frauen und Männer, die sozusagen dann die Menschen wieder begleiten wollen auf dem Weg. Also da gibt es so eine Jahresserie bei mir. Also ja, die Menschen, die sich für das Thema interessieren, und es ist eigentlich egal unter welchem Aspekt, weil ich bin wirklich für alles offen, weil das auch so neu ist, auch für mich, 3 Jahre ist ja nichts. Also ich weiß, Sie haben jetzt schon auf Ihrem Blog ja meine Webseite angegeben und unter der E-Mail-Anschrift, also inakiava@ und dann Weisheit und Wissen e.V. in einem Wort, das ist der Verein, den ich mit Freunden gegründet habe, .de, schreiben Sie. Alle, die irgendwie interessiert, dürfen mich bitte gerne anschreiben und dann gehen wir in Kontakt und schauen einfach, was passend ist. Also am liebsten sind mir natürlich so Einladungen, wo dann mehrere Menschen kommen, die sich für das Thema interessieren. Ich nenne das nicht Vortrag, weil das eben auch nicht weibliches Prinzip ist, einen Vortrag zu halten, sondern ich nenne das eine Erlebniszeit, weil die Menschen, das geht auch um sie selbst und nicht um das, was ich zu sagen habe, sondern dass sie sich selber erfahren und sagen, okay, ne, so geht das bei mir, so fühlt sich das an. So. Ja, und ich würde mich freuen über jeden einzelnen Kontakt. Man kann natürlich auch den Verein unterstützen. Ja, das kann man natürlich auch. Wir machen verschiedene Projekte. Also der Verein unterstützt zum Beispiel auch meine Rolle jetzt da bei den beim Rat der Europäischen Großmütter. Das kostet ja alles Geld. Ne? So. Aber ich bin gar nicht so sehr jetzt erstmal auf Spenden oder so aus, sondern mir geht es wirklich um das Interesse. Und dann, wenn die Menschen sich dafür interessieren, dann kann man gucken, welches Projekt können sie selber machen oder wo können sie den Verein unterstützen. Also mir ist lieber, sie kommen in die eigene Aktivität und machen selber was. Und jetzt, weiß ich nicht, klingt das arrogant? Aber nein. Na, mir geht es ja darum, dass sich das verbreitet. Also der Verein ganz gut aufgestellt und natürlich kann der immer Geld gebrauchen. So, der hat jetzt gerade im Frühjahr wollten wir mein Buch Die Rückkehr des weiblichen Prinzips übersetzen lassen. Dafür haben wir Spenden gesammelt. Das hat aber noch nicht gereicht. Also so, ja, geht schon. Aber das ist nicht mein erstes Anliegen. Mein erstes Anliegen sind wirklich Menschen, die sagen, das ist ein tolles Thema, dafür interessiere ich mich und jetzt schreibe ich mal die Inakiava an und dann gucke ich mal, was für mich geht. Ich denke, ein spannendes Thema ist auch, wenn sich jetzt so ein Rat weiser Frauen oder weiser Männer zusammengefunden hat und die ja wirklich wichtige, spannende Resolutionen zum Beispiel verfassen, um dann auch eine Masse von Menschen zu erreichen, die Weisheit weiterzugeben. Naja, also Weisheit weitergeben, ja, klar, und immer nur in die Richtung, wo die Weisheit willkommen ist. Ne? Also es ist immer ein bisschen schwierig, sich hinzustellen und zu sagen, ich weiß was, wenn da hinten keiner steht, der sagt, aber ich möchte es gerne hören. Also mir ist es immer sehr wichtig, dass das, was ich sage, irgendwie auch gehört werden möchte. Ja. Weil es geht nicht darum, dass ich was sage, sondern es geht darum, dass ein anderer was hören möchte. Ich denke, dass es auch wichtig ist, zu schauen, wo den anderen Leuten Raum zu geben, die Räte gründen wollen. Das erinnert mich auch an die Visionssuche bei den Indianern. Die Leute geben da haben da richtig viel Kraft, wo ihre eigene Vision ist. Ja, ganz genau. Es geht nicht darum, dass ich sozusagen bestimme wie eine. Also ich nenne das ja spirituelle Großmütterbewegung. Ne? Und es geht nicht darum, dass ich sage, so soll die aussehen. Sondern ich bin total gespannt, wie die sich entwickelt und wie die aussehen wird. Also für mich ist das auch ein großes Forschungsgebiet. Ja, klar. Und wir müssen ja, also es geht um das Potenzial, das vorhanden ist und nicht um das, was ich möchte. Ja. Und das ist, ich glaube, die ersten Schritte liegen jetzt wirklich darin, also einmal die Menschen zu interessieren und dann diese interessierten Menschen in ihre eigene Kraft zu bringen.
Also ich bin da ja ein bisschen mehr auf Frauen aus, weil diese Jahresserie, die ich für Frauen und für, ich biete sie für Frauen und Männer an, getrennt jeweils, weil das thematisch etwas anders ist. Und das Interesse der Männer ist nicht so groß, also das ist bescheiden ausgedrückt. Und das liegt vielleicht auch daran, dass es tatsächlich die Aufgabe der Frauen ist, diese Großmutterrolle zu übernehmen. Und natürlich ist jeder einzelne Mann herzlich willkommen, wenn er sich in dieser Rolle auch sieht. So, und also für mich geht es auch nochmal darum, dass die Frauen nach den Wechseljahren oder in den Wechseljahren, die ihre Mutterschaft abgeschlossen haben, also wo die Kinder aus dem Haus sind, Mutterschaft schließt man vielleicht nie ganz ab, dass die eine Art von Orientierung kommt, dass die wieder in ihre Kraft kommen, dass sie merken, dass die Zeit danach nochmal eine richtig geile Zeit wird und dass noch nichts vorbei ist, sondern alles erst wieder anfängt. Also so, das ist auch, was ich erlebe. Wir haben zwar in der Werbung und so diese tollen Frauen um 60, aber da geht es immer um Schönheit und Jungsein. Und dass Frauen einfach so, wie sie sind, völlig, also dass sie sich keinem Bild unterordnen müssen, was die Gesellschaft will, sondern dass sie so, wie sie sind, in ihre Kraft kommen und sich wieder erleben als machtvolle, kraftvolle Frauen. Das ist so erstmal der allererste Schritt. Und danach kommt für mich erst die Bildung von Ältestenräten und das Weitergeben von Weisheit, weil wir brauchen diese Schritte dazwischen. Sonst sind wir auch nicht glaubwürdig. Man kann sich nicht hinstellen und sagen, ich bin jetzt ein Ältestenrat. Sondern letztlich wird er gebildet aus den Menschen, die auch wirklich das anzubieten haben. Ja, und wir sind gespannt, was sich an Ältestenräten bilden wird und was unsere Gesellschaft davon lernen kann, wie unsere Gesellschaft daran wachsen kann. Herzlichen Dank für das Interview. Ich danke für die Einladung. Vielen Dank. Danke. Okay.